Was steht da für ein Code? Ach, Report Codes steht unten links. Okay. Ja, gut, ich starte dann. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Formel 1 2020. Heute gibt es das Rennen in Spanien. Mit dabei ist Benny. Hallo. Und wir legen direkt los. Okay, interessant. Das klingt schon mal doof, wenn du sagst, okay, interessant. Nee, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es einen Vorteil gibt. Okay, die KI ist überhaupt nicht weggekommen. Oh ja, ich merk's. Ey! Alter, ja, komm, nee, ist klar. Da hat mich einer von der Seite einfach mal weggedreht. Okay, hier ist Jeff. Kannst du mich hören? Weißt du, links und rechts war einer. Ziemlich was abbekommen. Besser, du kommst baldmöglichst an die Box, bevor es noch schlimmer wird. Ja, Boxenstopp. Boxenstopp. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Wir glauben, dass wir eine gute alternative ja, Strategie Jeff, haben. Aber auch. Willst du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Oh nee, das ist nicht gut. Aktuelle behalten. Geht in Ordnung. Boxenstopp. Boxenstopp. Oh Junge, dann wie es halt selber aus, wenn du es nicht verstehen willst. So. Nein, warum? Boah. Gerade noch gerettet, ey. Gut, okay, das hat sich mit dem Vorteil so eben gerade erledigt. Alter, was fahre ich mir denn jetzt gerade für einen absoluten Müll zusammen? Das war doch im Qualifying nicht so schlimm. Was zur Hölle, ey? Wo bist denn welcher Platz? Dritter, aber ich fahre gerade so einen Scheiß zusammen. Bin auch nur Dritter, weil ich halt direkt vom Start weg vier Leute überholen konnte. Oder ja. Drei. Ja, dann. Also die hatte ich vor der ersten Kurve schon. Ach guck mal, Magnus ist auch in der Box. Ja, mal ein Wunder. Wahrscheinlich ist es der gewesen, der mir reingefahren ist. Kann gut sein, ja. Ja, wie gesagt, der ist mir hinten rechts, hat er mir den einfach Auto weggezogen. Und dann bin ich halt links gegen den Typen geknallt. Und dann war vorbei. Da machst du nichts. Für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Aber naja, noch nichts verloren. Das stimmt. Ich werde, glaube ich, auch nicht als Dritter durchs Ziel rollen. Das würde mich doch wundern. Also ich weiß halt nicht, ob man auch weiß, jetzt wirklich durchfahren kann, aber ich gehe aktuell erstmal nicht davon aus. Nee, ich auch nicht. Weil ich war jetzt rot und dann zweimal gelb, also. Ja, meine eigentliche Strategie war gelb-rot. Gelb-weiß, Entschuldigung. Toll, DRS ist an. Muss das sein? Können wir das nicht heute weglassen? Ich glaube, das geht eher weniger. Ja, ich meine nur, der Hamilton. Nee, Quatsch, der Bottas klebt mir so schon am Arsch. Alter, ey. Es ist wieder wie Panzerfahren. Panzer, ich begrüße Sie. Das hasse ich immer am Rennanfang. Ja. Wir können jetzt das DRS verwenden. DRS verfügbar. Punkte wäre mal ganz schön für dieses Rennen. Da hast du dir jetzt gerade Spanien für ausgesucht. Ja, nee, ich meine aber einfach mal so im Allgemeinen. Das stimmt, ja. Gott, ey. Der Abstand zu meinem Teamkollegen interessiert mich einen Scheißdreck.
Mein Teamkollege fährt irgendwo weiter hinten rum. Ja, der Abstand zum Auto vor mir ist mir auch egal. Der wird nur größer. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 10,5 Sekunden. Habe ich es gerade richtig gesehen? Was Zeit raus ist? Habe jetzt nicht drauf geachtet, aber das steht auf jeden Fall. Ja, stimmt, Zeit ist raus. DNF, stimmt, sehe ich gerade. Oh Gott. Ging ja schnell. Also ich habe das Gefühl, der Bottas will vorbei. Achtung, Achtung! Der wird mich auch auf Dauer kriegen. Spätestens dann, wenn wir unterschiedlich in die Box fahren, ist er weg. Diese dreckshohen Scheißkörbs im letzten Sektor. Die hat doch der Tod höchstpersönlich dahingesetzt. Ja, ich glaube auch. Bestätigt. Du kannst am Ende was? Dieser Runde rein. Nein! Status Teamkollege! Status Teamkollege! Okay, Abstand zum Teamkollegen 47,3 Sekunden. Rennstrategie. Er ist auf Rang 9. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,23,2. Cool, wieder ein Leck gehabt. Wird das jetzt wieder Standard? Ja, sind wir wieder soweit. Mit Boxenstoppfenster öffnet sich nächste Runde. Ja, aber wie viel Prozent hast du denn auf den roten? Keine Ahnung, aber ich soll dann nur noch zweimal gelb fahren. Das kommt mir irgendwie so vor, als müssten die gelben viel länger halten als die roten. Na, ich sollte mit den gelben Runde 14 rein, dann auf weiß. Okay, der Abstand zum ja, ich habe 45% auf den roten. Ups. Ja dann, wenn sonst nichts ist. Ich merke es aber auch ein bisschen, es fährt sich nicht so gut. Ich habe auch schon 10% auf den Reifen. Ach, 10, ja. Ich würde mal besser wechseln. Ja, aber ich bin halt nach Runde 1 reingegangen. Das ist interessant. Hamilton und Verstappen sind schon reingefahren. Ja, mein Teamkollege auch, hat er mir gerade angezeigt. Okay, krass. War die dann auch gelb-gelb? Ja, müssen sie. Weil ja. Ich meine, wir fahren 33 Runden. Wenn die Roten jetzt nach 8 schon durch sind, ist Qualifying mitgerechnet. Oder 9 vielleicht. Ja, und die Gelben sollen 14 halten. Ja, ein bisschen länger wahrscheinlich, aber kommt ja hin. Ja, schreibt mir irgendjemand auf Steam, ey.
Wer schreibt dir denn auf Steam? Ich habe keine Ahnung. Irgendein Typ. Irgendein Typ, das ist immer gut. Aber also, es bringt allgemein nichts, mich auf Steam anzuschreiben. Außer es ist jetzt irgendeine, keine Ahnung was für eine Frage, aber meistens antworte ich oder reagiere ich nicht drauf. Ja, mich schreibt eigentlich fast keiner auf Steam an, weil ich auf Steam nur die Leute habe, die ich kenne. Das ist ganz gut. Ey, mach mal das scheiß ERS aus. Hallo? Hallo? Mach das aus! Danke. Ich will's jetzt nicht alles bei der Boxenausfahrt rausballern. Ich meine ja nur. Ist bei mir ballert der nicht alles bei der Boxenausfahrt raus? Nee, aber er gibt volle Pulle ERS trotzdem. Ja, bei mir immer. Ja, bei mir auch. Aber das ist ja voll easy. Ist doch besser so. Ach, in der Boxenausfahrt kommt der eh nicht an mir vorbei, der Bottas. Ja, aber bist du schneller. Ach ja. Alter. Aber für Giovinazzi hat es leider nicht gereicht. Der ist sau langsam. Junge, was ist mit dir falsch? Gib doch Gas. Und sowas ist siebter, weißt du? Ich muss echt mal gucken, wie ich da noch rankommen soll. Das stellt sich echt problematisch dar. Alter, Jeff, Ruhe. Während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen, kennst du doch. Ich habe zum Beispiel auf dem Platz, was ist denn das, 17 habe ich 31 Sekunden. What? Ja, ich war was haben die denn gemacht? Ich war in der Box. Achso, du bist hinter denen oder wie? Ja, ich bin 19. Ah. Das ist echt irgendwie, weiß ich nicht. Jetzt gerade ernsthaft lila Sektor gefahren. Auf den gelben. Gut, ja. Wobei natürlich wird so langsam auch das Auto leichter. Ja, das ist wahrscheinlich auch noch so eine, spielt auch eine Rolle. Aber trotzdem, da hätte ich jetzt eher damit gerechnet, dass Verstappen sich den schon wieder gekrallt hat. Der Benzinstand sieht super aus. Du hast ihn gut im Griff. Jeff, was du mir rätst, darauf höre ich schon lange nicht mehr. Hat er dir gerade was von deinem Benzinmess erzählt? Ja, aber Giovinazzi ist, solange er hinter einem fährt, ganz gut, weil der hält den Bottas mega auf. Ich habe jetzt 5,5 Sekunden auf den. Und dabei hat der vorhin die ganze Zeit mir so auf 3/10 am Arsch geklebt. Aber sobald er vorbei ist, klebt er wahrscheinlich die wieder am Arsch. Ja, aber dann muss er erstmal aufholen, zum Glück noch. Ah, okay, er ist vorbei. Ja. Aber halt jetzt trotzdem, ich habe den schon vor anderthalb Runden überholt, den Giovinazzi. Und der Bottas ist ja direkt hinter mir rausgefahren. Also der war mit dran. Was wärst du eigentlich so für Rundenzeiten? Also meine beste bisher ist 1:21.7. Okay. Ich bin gerade, also meine beste ist nur 1:22 noch was. Nee. 1:23.9. Ups. Aber ja. Ich bin halt auch weiß unterwegs. Zum einen das, zum anderen fahre ich die jetzt auch nicht konstant. Ich kann ja gleich nochmal sagen, was ich jetzt. Ich bin gerade 1:24.1 gefahren. Ja, gut, wobei weiße Reifen natürlich auch hart scheiße sind. Ja. Ja, hart, richtig. Ja. Gut erkannt. 1:22.2 bin ich jetzt gefahren. Da bist du 2 Sekunden schneller als ich. Das Problem ist halt, ich komme zwar ran, so ein bisschen, also auch auf dem vor mir,
Aber ich weiß halt nicht. Ich muss halt auch noch mal rein und die auch. Ich weiß halt nicht. Okay, ich glaube, die Anzeige ist buggy. Ich bin noch niemals jetzt im ersten Sektor schon wieder lila gefahren. Glaubst du doch selber nicht. Rennstrategie. Wir machen heute noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit unserer Strategie. Beim Boxenstopp-Fenster öffnet sich in 9 Runden. Auch nochmal, wann gehst denn du rein, in welcher Runde? Runde 20 öffnet sich mein Fenster. Okay. Ja, Änderung bestätigt. Verstanden, geht in Ordnung. Geh aber nochmal auf Gelb dann. Naja. Weiter solche konstanten Zeiten fahren. Dann ruhig zumindest ein bisschen auf. Okay, ich glaube, Verstappen und Hamilton kriegen sich gerade hart, weil ich hole auf die auf. Was ist denn eigentlich mit dem Feld hinter den ersten? Ah ne, wobei, ich bin da nicht mehr. Ich bin da jetzt bei Vettel ganz vorne rum. What the hell? Keine Ahnung. Ich dachte, ich wäre immer noch Dritter, aber da fahren noch zwei vorne, die ja vorher nicht waren. Also ich bin's auf jeden Fall nicht. Aber hinter Giovinazzi kommt irgendwie erstmal Nick. Also es kommt Bottas und dann Giovinazzi. Mit Riesenabstand. Warum auch immer. Ja, wahrscheinlich, weil Williams, weil einer von den, also wahrscheinlich Russell dann weiter vorne noch ist, die ganzen auffällt. Ja, weil da fehlt mir jetzt sowas wie Leclerc oder Vettel oder... Bei Vettel habe ich vorhin gesehen, oben links. Der war irgendwie 17. oder 8. oder 16. nach dem Boxenstopp. Ah, Und der hängt wahrscheinlich jetzt in dem Feld fest. Also wenn da wirklich ein Russell oder so die ganzen Leute auffällt... finde ich das gar nicht mal so schlecht. Ja, die KI hat ja offensichtlich Schwierigkeiten, an den langsameren Typen vorbeizukommen, weil ich sehe jetzt, also noch 2 Runden vielleicht, dann klebe ich dem Hamilton wieder am Arsch. Solange der jetzt nicht vorbeizieht. Nicht mal 2 Runden wahrscheinlich, wie das hier aussieht. Ich muss halt auch wirklich darauf spekulieren, dass sie alle noch reingehen. Ich glaube, ein Stopp wäre wenig für die Strecke. Nee, also, dass die auf Rot gestartet sind und nochmal reingehen, ist mir klar. Bloß ich weiß halt nicht, ob die weiter vorne, die auf Gelb gestartet sind, schon reingegangen sind. Aber ich vermute eher nicht. Die müssten jetzt dann so langsam. Ich denke mal, ja, dass sie dann auf Weiß gehen. Bloß da muss ich halt auch erstmal rankommen, ne? Ja, bis auf Ricardo 27 Sekunden noch. Okay. Wenn er noch mal reingeht, verliert er 20 Sekunden. Das Problem ist, ich muss auch noch mal rein. Denke ich mal. Weil ich habe jetzt 30% und 20 Runden, also das wird nichts. Das Ding ist, worauf sind die gestartet? Also Ricardo ist, glaube ich, auf Rot gestartet, weil der war 9. oder 10. oder so. Ja. Also der muss ja auf jeden Fall 2 Stops machen. Ja, was die anderen halt müssen halt jetzt auch noch 1 Stopp machen, bloß ich weiß halt nicht, wo die alle rauskommen werden. Weiß ja nicht, ist dein Teamkollege schon in der Box gewesen?
Oh, das ist eine gute Frage. Na, du wirst es ja gleich merken, im Zweifel. Spätestens, wenn der fährt jetzt gerade. Ah. Ja, dann werden die anderen jetzt... Dann ist der auf Gelb gestartet und da wird der Rest jetzt auch reingehen. Das war ja eigentlich meine eigentliche Strategie. Die ich fahren wollte oder sollte. Änderung bestätigt. Eine Wahnsinnsänderung. Werde ich in die Runde 21 reinschicken? Ja. Hat er mir auch schon gegeben. Aber mache ich einfach mal, weil dann habe ich am Ende im Zweifel die besseren Reifen. Nee, ich gehe nicht in Runde 21 rein. Weil ich könnte auch einen Undercut probieren. Wobei, da müsste ich mal. Ja, gut, ich weiß halt nicht, wann Hamilton und Verstappen jetzt reingehen. Wir sind ja auch vorhin eine Runde früher schon gefahren. Ja, deswegen, da bist du halt wahrscheinlich noch früher. Also, und ja, die beiden werde ich sowieso nicht halten können. Geht mir viel mehr darum, Bottas hinter mir halten zu können. Fahrer vor mir. Stroll fährt jetzt auch rein. Fahrer vor mir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 7,1 Sekunden. Sie fahren mit 9 harten Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 28,7. Wir holen pro Runde etwa 4 Sekunden auf. Ah, ich habe zumindest ein bisschen was aufgeholt schon mal. Ah, Magnus ist in der Box. Den überhole ich schon mal. Ah, guck mal. Soll ich dir mal sagen, wen ich vor mir hab? Wen denn? Giovinazzi. Toll. Viel Spaß. Mich hat er mega aufgehalten. Ja, ich klebe noch nicht ganz an dem dran, aber... Gut, der hat auch frischere Reifen jetzt als ich, aber... Was ist der gefahren? Also ich fand die schnellste Runde, das Max Verstappen war es gefahren. Ja. Also den Punkt werde ich mir nicht holen heute. Gerade fast die Karre weggeschmissen. Der Bottas halt wieder da, ey, Mann! Also ich merke auf jeden Fall, dass Giovinazzi frischere Reifen hat als ich. Ich frage mich, was die anderen für eine Strategie fahren, weil hinter Bottas kommt Perez. Vorhin war da Albon oder so. Okay, welche Position ist denn Perez? Fünfter. Fett, okay. Ich weiß gerade nicht, wo Perez gestartet ist. Ob der noch innerhalb oder auch schon außerhalb der Top 10 war. Der fährt gerade auf hart. Dann war der außerhalb. Ja, wobei. Meinst du, macht einen Stopp? Wegen der Reifen brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Alles okay. Fährt der gelb, rot?
Weiß-Rot dann, oder was? Nee, Gelb-Weiß dürfte gehen. Tatsächlich. Ja, bloß dann war der schon. Dann war der schon. Ja, wo, nee, das kann doch eigentlich nicht sein. Warum ist der ein Fünfter? Naja, eben. Das kann irgendwie nicht sein. Nee, nee. Oder hat der sich so gut qualifiziert? Na, muss ja dann. Ich meine aber nicht. Der war doch noch hinter dir. War, ich wollte gerade sagen, war nicht hier ich, dann waren Mercedes, Red Bull, Ferrari. Höchstens Zehnter oder so vielleicht? Ja, ja, deswegen. Oh Gott, jetzt muss ich ERS rausballern. Na Gott, jetzt muss ich Giovinazzi und Latifi überholen. Oh Gott. Oh Gott, Hilfe. Ich komme an die nicht vorbei. Oh, so sowieso nicht. Alter, willst du mich verarschen? Sieh zu, ob du deinen Vordermann nicht einholen kannst, sagt er mir, während Bottas immer näher an meinen Auspuff kriecht. Ich glaube, ich habe gerade andere Probleme. Wieso? Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Nee, Jeff, das ist... nee. Kannst du vergessen. Eine andere Strategie als ihr wollt. Und damit komme ich zwar nicht mehr in die Punkte, aber ist halt leider so. Benzinplanziel ist plus 1. Schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar. Geh weg! Oh, jetzt habe ich ein bisschen wenig Platz gelassen, aber es hat gereicht. Hat sich keiner was gefallen. Boxenstopp! Boxenstopp! Noch eine Runde länger halte ich den nicht. Muss es jetzt so versuchen. Einfach in der Box vor ihm bleiben. Jetzt brauche ich eine gute Leistung von der Boxencrew. Meinst du, die bekommst du? Da bin ich mir nicht so sicher. Oh, ich komm an. Scheiße, mein Gott, ey. Die halten mich hier mega auf, eigentlich. Boah, fährt auch an die Box, ey. Ja, mein Boxenfenster ist jetzt offen. Ich bin aber schon da, Freunde. Ich hoffe, ihr wart vorbereitet. 2,9. Naja, okay. Ist in Ordnung. Bottas war auch nicht schneller, so wie es aussieht. Hamilton war auch in der Box. Perez ist jetzt Zweiter. Da muss der, oder ist er vielleicht auf hart gestartet? Der war. Da müsste der jetzt. 21 Runden? Dann wird es aber allerhöchste Zeit, würde ich sagen. Oder er stoppt einfach nicht. Ich habe meine Reifen jetzt auch seit Runde 1 drauf. Die sind noch nicht durchgebaut? 50%. Ja, eben. Hoppala. Da war es wieder. You
1:20.9. Ja, also der Verstappen ist weg. Der Hamilton auch. Ups. War zwar nicht ganz fair, aber ich bin zumindest allein schon mal vorbei. War ein bisschen sehr hart die Tür zugeschmissen und ein bisschen sehr hart reingestochen, aber ist mir egal. Hat er Pech. Boah, also der Bottas nervt mich. Ich glaube, wenn er nicht so lange aufgehalten worden wäre, wäre der schon längst vorbei. Fahrer vor mir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 0,9 Sekunden. Sie fahren mit 9 harten Reifen. Ihre Reifen sind 5 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1:24,4. Du fällst pro Runde um ein Zehntel zurück. Boah, Alter, ich kleb ihn doch schon mal am Arsch. Ich kann riechen, was für einen Duft der genommen hat. Oder halt auch kein Deo oder so. So. Ja, mein Gott, ey. Hall! Ja, genau! Alter, ey. Als wenn der dies da nicht den Flügel kaputt gefahren hat, wird's mir noch nie erzählen. Du fährst. Passiert? Ja, der ist mir voller Kanne reingefahren. Der Giovinazzi. Ist er abgeflogen? Nee, aber trotzdem. Macht bum bum, peng peng. Nee. Die fahren auch Panzer. Weißt du, und wenn du da mal so leicht gegen den vor dir kommst, direkt Flügel rot. Ja. Zum Auto vor dir beträgt 1,3 Sekunden. Sie fahren mit alten harten Reifen. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 12,9 Sekunden. Sie fahren mit alten harten Reifen. Das Boxenstoppfenster ist offen. Boxenstoppfenster ist gerade offen. Noch 11 Runden. Ja, toll. Ich wollte eigentlich die Distanz zum Führenden gerade mal wissen. Aber die hat er mir natürlich nicht gesagt. Also Benny, nimm es mir nicht übel, aber ich glaube, den kriegst du nicht mehr. Nee, aber einfach mal allgemein so. Oh Mann, mein Sprit ist schon wieder alle. Och nö. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Du fährst pro Runde eine Sekunde. Also ich glaube so langsam, dass das mit Perez einfach buggy ist. Der ist immer noch nicht an die Box gefahren. Ich guck gleich mal in der Box. Kann ich ja Escape drücken und dann unter Rennleitung kann man ja sehen, was der gefahren ist bisher. Der kann doch nicht in der Box gewesen sein. Ich glaub's fast auch nicht, aber weiß ja, manchmal ist das Spiel mal ein bisschen. Oh, ja, wobei, Moment, ich habe 2 Stops gemacht. Vielleicht hat er nur einen gemacht. Ja, das ist halt, das wollte ich mal damit sagen. Weißt du, es kann halt sein, dass der. Als dann ist der, aber dann kann der auch nicht so weit hinten gestartet sein. Dann ist der wahrscheinlich als öfter gestartet. Ja, irgendwie sowas. Wo der halt wirklich die Reifen wechseln konnte. Wir glauben, deine Reifen verlieren langsam an Grip. Sei vorsichtig.
Ja, Jeff, deswegen komme ich jetzt auch rein. Warte mal, so. Rennleitung. Ja. Perez ist in Runde... Ende Runde 15 ist er rein. Ja, genau. Okay, dann wird er auch nicht mehr stoppen. Nee. Du hast noch einen Boxenstopp. Heißt, ich muss mir den jetzt echt noch so holen, sonst ist Perez Dritter. Oh Gott, weg. Weg. Bottas, hau ab. Lass mich. Ich würde gern die Gerade etwas kürzen. Geht das? Nee, ich glaube nicht. Jetzt habe ich auch noch verpennt, das ERS wieder auszuschalten. Komm schon, Perez, lass mich dich überholen. Das ist meine Hoffnung. Halt Bottas auf. Bleib hier. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 5,9 Sekunden. Ah, ich bin persönliche Bestzeit gerade gefahren, okay. Ja, dann. Bin aber auch jetzt. Bottas ist nicht ganz so nah rangekommen, ich hab's gemerkt. Jetzt habe ich DRS auf Perez, das ist ganz komfortabel. Das glaube ich. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiter. Bitte, was, Jeff, willst du mich verarschen? Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster davon, wüsste ich aber. War doch gerade erst. Jetzt mal behaupten, du hast keinen Bock mehr, in die Box zu fahren, oder? Ich war doch gerade schon. Warum soll ich jetzt. Ich habe jetzt rote Reifen drauf. Ja. Und warum sollte ich jetzt nochmal in den letzten 6 Runden in die Box fahren? Fahr nochmal, Benni. Nee. Ich habe ein Ziel. Und das ist zumindest nicht letzter werden. Den werde ich jetzt auch easy nachkommen. Nee, ist klar, Verstappen. Sehr gut, reife Leistung. Ah,
Als ob, was ist das? Okay, dein Frontflügel ist ziemlich beschädigt und weißt du, du kommst auf die Strecke wieder. Alter. Das war knapp. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Ja, das ist doch Müll. Oh, ich hab Boris abgeschossen. Ja, hast du. Ups. Ja, der hat eh schon so viele Punkte. Ja, aber trotzdem, das ist doch. Weißt du, du fliegst okay, ohne Grund ab. Dann kommst du wieder ganz normal auf die Strecke, bist ein bisschen aufs Gras gekommen, gibst nicht. Also nicht Vollgas und fliegst dann trotzdem ab. Wie kann das sein? Auf einer Geraden. Also das ist irgendwie komisch. Ja, mit Gras an den Reifen sind die Karren sehr empfindlich. Ja, wie gesagt, ich habe nicht Vollgas gegeben. Es war Halbgas. Wenn nicht sogar noch weniger. Hm. So, wo ist denn Bottas jetzt? Ach so, der ist immer noch hinter dir. Ja dann, mein Gott, ist ja quasi nichts passiert. Der Stroll ist bei mir Fünfter. Ah, oh, jetzt. Ja, er musste kurz aktualisieren. Oh, Bottas ist ja außerhalb der Punkte. Mm. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Alter, ey, Mann. Fünf Runden kommen wir mit Perez, jetzt gib endlich auf. Jetzt habe ich noch 43 Sekunden auf den vor mir. Mensch, das kann schwierig werden. Glaube ich. Komm jetzt. Zieh! Ja, guck mal. Alter, willst du mich verarschen? Also den Perez kriegen war jetzt schwieriger, als ich gedacht hätte. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 40,4 Sekunden. Mir fällt gerade auf, ich habe das Bild hier noch gar nicht geschickt vom letzten Rennen, ne? Wegen der Tabelle. Ach so, ja, ich habe es aber, meine ich, trotzdem schon eingetragen. Irgendwie aus dem Video rausgezogen oder so. Ach so, ja. Sicher. Da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht gehabt. Ich kann nachher nochmal gucken. Aber ich habe es wieder vergessen einzublenden. Hm. Ja. Diesmal denke ich bestimmt dran. Ja, jetzt kommt Bottas auch noch. Bottas? Ja, der ist wahrscheinlich auf Rot, ne? Ja. Holt Verstappen zumindest nicht die maximal mögliche. Ja. Sondern nur 25 Punkte. Toll. Na, immerhin, ne? Kommen wir
mit dem Benzin noch aus. Solange Hamilton nicht gewinnt, ist alles gut. Sehe ich genauso. Also das ist kein schönes Rennen. Ich kann diese Strecke irgendwie nicht besonders rund fahren. Gerade so dieser letzte Sektor. Ergebnis ist zwar trotzdem ganz gut, aber ich... Naja. Am Arsch, Jeff. Ich kann eine Runde extra Benzin rausballern. Also von daher ist das eh egal. Ja, nee, ist klar. Hau einfach raus, überhaupt kein Ding. Fahr nur 1,9. Sehr schön, Verstappen. Der ist echt saustark in dem Spiel, ne? Ja. Das ist wohl wahr. Boah, auch im Ziel. Wobei, komm, also meine beste Rundenzeit ist auch nur 1,20,4. Meine ist nur 1,20,8. Vor allem hätten wir jetzt nur so 10 Runden oder so und ich könnte mit den Roten hier weiterfahren, würde ich sogar auf den vor mir, würde ich den vor mir noch kriegen. Ich habe 35 Sekunden. Nur noch. Hm. Und als ich rausgekommen bin aus der Box, waren es 43. Beendet. Puh. Fahrer des Tages, Lance Stroll. Warum? Ja, weiß ich auch nicht. Ich hätte übrigens gleich noch eine Idee für gleich noch. Ja, die da wäre? Oder willst du die nicht verraten? Pff, mir egal. Ich habe gesehen, also wir könnten noch, wenn du willst, könnte man eventuell Wreckfest überlegen. Weil bei MMORPG kostet das, glaube ich, 13 Euro ein paar Zerdrückte. Ja, mal gucken. Ja, können wir gleich gucken. Naja gut, also hier sehen wir nochmal die Rangliste. Verstappen erster, Hamilton zweiter, dann komme ich, dann Perez, dann Stroll. Dann Raikön, Gasly, Albon und dann erst die beiden Ferraris. Also die haben ordentlich verloren. Reingeschissen. Da hat Taktik viel gemacht in dem Rennen. Yep. Aber trotzdem ist die Strecke scheiße. Das ist richtig. So, was ist eigentlich dieses Rennen so passiert? Oh, Vorfälle, Ereignisse. Das fotografiere ich mir einmal ab. Konstrukteursrangliste. Ach so, ja, die stimmt natürlich jetzt auch nicht. Ach, guck mal, hier, dein, die dumme Sau, dein Teamkollege war das. War's? Der mich gedreht hat. Oh. Oder Giovinazzi, einer von beiden. Aber ich glaube, Giovinazzi war links von mir. Ja, Giovinazzi war auf jeden Fall sau langsam. Vielleicht war der deshalb auch sauer. Ich hab den halt auch voll die Karre weggenommen, ne? Also ich bin den halt auch voll reingefahren. Hm. Naja. Naja, gut. Dann sagen wir Tschüss und bis nächste Woche. Tschüss.